Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal ein paar Nebenquests gemacht und habe den Raum der Wünsche ein bisschen umgestaltet und ein bisschen was dekoriert und ja, ein bisschen was produziert, ein paar Getränke und ja, auch so ein paar Pflanzen halt, was man hier jetzt sieht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, weil es wird Zeit für eine neue Hauptquest. Ich habe schon lange, lange Pause von den Hauptquests gehabt. Von daher Tierwesen und wir gehen rein. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich, vor allem wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier. Du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Ist das ein Schleck Beauty Du oder kannst was? meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Ich stelle mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Mit der Tierwesenbürste werden magische Tierwesen gestriegelt. Steuerkreuz rechts antippen und die Tierwesenbürste deinem Zauberset zuzuweisen. Okay, ja. Da müssen wir jetzt. Machen wir das hier. Zack. Können jetzt auch ein Tierwesen-Ding machen, aber ich glaube, das braucht nicht. Da kann ich mal meine Hunde jetzt zwischen, wenn ich dann halt da bin. So, Lumos, beziehungsweise das hier brauche ich ja eigentlich nicht. Dann könnte ich hier wieder Lumos reinpacken. Ja, funktioniert. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ganz bestimmt. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Ah, mit Tierwesenfutter werden magische Tierwesen genährt. Rechts antippen, ja, aber okay, fügen wir das auch noch hinzu. Oh nee. Na komm, machen wir das dahin. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Kniesel. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Oh. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe.
Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Nein, hintere. Genau wie ich. Achso, hab schon getroffen. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Wir waren gar nicht drin. Da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Och nö, lass mich doch erstmal ein bisschen hier... Da sind die Viecher. Vielleicht kriegt man da jetzt was raus, ich glaube nicht, ne? Ist noch nicht zum Interagieren bereit, okay. Zuerst warten, bis es abgelaufen ist. Ich habe mal ein bisschen im Menü geguckt. Auf jeden Fall, wenn man die Tierwesen versorgt, bekommt man da halt irgendwann Materialien oder sowas für, glaube ich. Also Felle und weiß ich auch nicht, Haare. Also ein Kram halt. Und damit kann man dann, glaube ich, irgendwas so machen. Ich weiß nicht mehr was. Schon wieder ein paar Tage her. Aber das kommt ja noch alles. Komm schon. Sieh dir mal den anderen an. Achso, er wird schon gebürstet. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter. Die lassen wir mal so, wie sie sind. So. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Psst, psst, hier drüben. Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orgiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Okay. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Was gibt es denn im Wald? Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Schade, ich dachte, wir können fliegen. Lauf, Forrest, was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Oh ja, mein Talent habe ich übrigens auch schon ein bisschen zugeteilt. Nur mal so nebenbei angemerkt. Bleib zurück. Ja.
nicht Hippogreif oder so? Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Erst verbeugen. Das kennt man doch. Oder verbeugst du? Ja, sag ich doch. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Okay. Unterrichtsstunde Tierwesen. Erledigt. Sauber, jetzt wollen wir mal gucken, was wir gleich Neues machen können. Oh, hier sind noch ein paar Dinger. Nehmen wir mit. Ist noch eine Merlins Aufgabe oder? Achso, das sind Bäume. Okay. Oh, nehmen wir noch ein paar Sachen. Revelio. Revelio. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter. Was haben wir denn jetzt für Aufgaben noch übrig? Oh ja, meine Talente übrigens. Habe ich erstmal so verteilt, die ich bislang hatte. Drei Stück hier, die habe ich, glaube ich, zu Anfang einfach so gesetzt. Habe ich noch nicht so ganz drauf geachtet. Mittlerweile achte ich mal ein bisschen drauf, was denn hier erstmal wichtig ist und was nicht. Ja. Dunkle Künste auf jeden Fall, nehme ich alles mit. Da haben wir zwar noch nicht mal einen Zauberspruch oder so. Ich will auch hoffen, dass wir den noch irgendwie wann mal jetzt in naher Zukunft bekommen. Ich habe die Karte auch schon ein bisschen abgeklappert. Also hier so ein paar Sachen, die mache ich jetzt nicht. Die sind mir nicht so von Wichtigkeit. Ja, Schleichen und Raum der Wünsche. Hier vielleicht. Ja, hier habe ich eins gemacht. Reichweite und Schaden des Tränkeffekts sind deutlich erhöht. Donnerbräu, Stärke. Und was mich interessiert hat, war auch das hier, glaube ich. Genau, der Edurus-Trank macht dich unverwundbar und reflektiert Projektile auf Gegner zurück. Ist ja eigentlich quasi ein God-Mode, ne? Zwar nur für, ich glaube, 20 Sekunden, aber das ist ja schon mal besser als nichts.
Ja, wir wollen gucken, was für Aufgaben wir hier noch haben. Wie gesagt, Nebenquests habe ich schon ein bisschen erledigt. Karte kann ich euch auch noch zeigen, was ich da so ein bisschen erkundet habe. Also ich bin hier überall mal ein bisschen rum, habe so ein paar Sachen schon mitgenommen und Merlins Aufgaben habe ich schon einige erledigt. Ich habe auch herausgefunden, was Merlins Aufgaben machen. Und ja, das wusste ich nämlich auch noch nicht genau. Habe ich halt einige erledigt, aber die sieht man hier auch nicht mehr. Ich glaube, die werden dann gar nicht mehr angezeigt. So, dann bin ich hier halt ein bisschen rum, hier unten. Und bis dahin, da bin ich dann in einen neuen Bereich gekommen. Und da wollte ich aber dann noch nicht weiter, da wollte ich noch gerne mit warten. Da habe ich auch, ich glaube, eine Aufgabe von Merlin habe ich hier gemacht. Und dann bin ich doch wieder zurück, habe hier ein bisschen gemacht. Bisschen erkundet, bisschen gelootet. Hab jetzt nicht sonderbar gute Sachen entdeckt, halt nur Klamotten überwiegend und sowas, was ein bisschen Geld einbringt, habe ich dann direkt verkauft. Da ich das dann ja so jetzt nicht brauche und Klamotten, die schlechter sind, sowieso immer verkaufe. Okay, was haben wir hier noch? Also hier habe ich noch die daedalischen Schlüssel habe ich noch übrig, da habe ich 12 von 16 bereits gefunden. Und die anderen gucke ich mal so im Schloss nochmal nach. Dürfte aber eigentlich kein Problem darstellen. Ist aber jetzt noch nicht so wichtig für mich. Da warte ich jetzt einfach noch ein bisschen mit. Und ein Hauch von Liebe. Den Schatz habe ich noch nicht gefunden. Da habe ich auch noch nicht direkt nachgeguckt, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise einmal kurz war ich auf der Karte unterwegs, weil das Bild, was gezeigt wird, zeigt, glaube ich, eine Brücke, einen Wald, zwei Kerzen und so. Und dann ein paar Häuser irgendwie. Ich weiß nicht, ob dann hier so die Brücken irgendwie mal nachgeguckt. Von Hogsmeade dahin, aber noch nichts gefunden. Also den werde ich aber sicherlich auch nochmal irgendwie finden. Auf jeden Fall haben wir jetzt übrig der mondbesessene Hausmeister. Ja, ich denke, oh, hier kriegen wir einen Zauberspruch. Ein Depulso. Woodcott's Helm. Was machen wir? Ich denke, wir machen... Woodcott's Helm. Das machen wir mal. Auf der Karte finden. Okay. So, wie weit haben wir es? 872 Meter. Wollen wir da irgendwie schnell hinreisen? Oh, es ist ein Hogsmeade. Dann können wir direkt Karte von Hogsmeade. Dann reisen wir hier hin. Ja, also es macht auf jeden Fall echt viel Spaß. Auf geht's nach Hogsmeade. Ich mag das Spiel wirklich gerne, bin halt aber auch arbeitstechnisch und halt auch, wenn mal Geburtstag oder irgendwas mal ansteht und so, zeitlich ein bisschen begrenzt gewesen, ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber es wird auf jeden Fall nicht noch weniger, es wird eher wieder mehr. Hallo, schön Sie zu sehen. Sir Ronna Ryan. Hallo Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir.
Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Revelio. Okay. Oh. Ist noch eine Nebenquest, die nehmen wir noch zumindest einmal an. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Ja, da wird wahrscheinlich ein Schatz auf uns warten. Revelio. Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Ja. Viel Glück. Achso, das sind hier Snacks. Gucken, ob hier noch im Eimer so ein Zettelchen rumfliegt. Eine Handbuchseite. Aber ich glaube, es sieht nicht danach aus. Wohl oben vielleicht. Gehen wir noch ein höher. Revelio. Ganz oben sind auf jeden Fall ein paar Kisten. Gucken, ob wir da hinkommen. Okay, nee, weil hier war ich irgendwo schon mal hier oben auf jeden Fall. Schloss. Ah, Stufe 1. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich glaube. Doch, habe ich, glaube ich, gelesen. Den Zauberspruch. Da stand das, glaube ich, bei. Womit wir das machen können. Okay. Ich will jetzt aber nicht die Nebenquest machen, sondern wir machen die Hauptquest weiter. Gehen wir mal mit den Leuten sprechen. Zumindest mit Lodgok. So, der ist hier drin, okay. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde Sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um Ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona Ihnen traut... Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Ui. Okay, Lockdog. Kann... 80 Meter. Fliegen können wir nicht.
glaube, das ist ein bisschen schneller als Rennen. Bereit. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Der war schneller hier. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkotts Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Also wenn ihr mal darauf achtet, der kann sich im Stehen die Schuhe zubinden. Die Arme sind lang genug. Ah, kann auch rennen, okay. Natürlich alles mit. Hier ist eine Aufgabe von Merlin. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Sie können sich ja gar nicht... Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Nee. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Wir gehen einfach rein. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte, passen Sie. Wir gehen rein. Revelio. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Verschlossen. Motte, quasi so ein Schmetterling, ja, haben wir schon. Motten? Seltsam. Lumos. Bei Merlins Bad. Lumos. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weitersuchen. Ist da hinten noch irgendwie was? Nee, scheint nicht so. Lumos. Da kann man auch nicht durch. Lumos. Ich glaube, hier ist noch jemand. Das werden wir gleich sehen.
Incendium. Ah, scheiße, das war ja... Na, Zauberspruch. Okay. Den Bereich haben wir schon mal. Kann man hier hoch? Hier, okay. Noch eine Kiste. Aber es ist irgendwie alles schlechter, was ich in letzter Zeit finde. Also die ganzen Klamotten habe ich festgestellt. Es wird selten kommt da was Besseres bei rum. Eine Motte, da ist die Tür, da und da. Wir holen erst die von oben. Ah, geht ja gar nicht. Gucken mal. Lumos. Müssen da auch Schmetterlinge drauf? Oder Motten? Nee. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Oder muss man die Motten... Lumos. Ich probier das mal. Moment. Tatsächlich. Und jetzt? Lumos. Ach, kann man doch wieder rausnehmen. Also es sind ja... Damit interagieren kann ich aber jetzt nicht. Ich könnte quasi... Hier drauf ist eine Motte abgebildet. Genau wie auf der Tür. Lumos. Lumos. Okay, es war eine Motte, die auf beiden Seiten angezeigt wird. Können wir das mit... Wingardium Leviosa! Leviosa! Damit geht's nicht. Da oben ist ja noch eine. Können wir die dann... Können wir den nicht, oder? Oder das Schlüssel hier vorne auf sich? Ich verstehe, das soll sich drehen. Aber wie? Ja, aber wie? Komm her. Lumos. Okay, das geht nicht. Dann geht ihr wieder zurück. Dann müssen wir das Ding noch einmal zum Drehen bringen, ja? Okay, scheinbar geht's nicht damit. Wie funktioniert das? Wingardium Leviosa. Wir müssen hier woanders hin, auf jeden Fall. Das Ding muss aber irgendwie drehen. Wie kriegen wir das Ding zum Drehen? Wie funktioniert das? Was ist das hier für eine Abbildung? Was haben wir hier noch? Nur die Tür. Einen weiteren Schmetterling, der andere ist dort oben. Können wir da dann hochspringen? Ich glaube nicht, das ist viel zu hoch. Also irgendwie... Muss ich den von dieser Seite dran machen? Das ist jetzt ja... Das ist ja weird. Wie drehen wir das Teil? Ich stehe jetzt gerade nicht auf dem Schlauch. Weil ich kann damit nicht interagieren.
Oh, warte mal. Leviosa. Wingardium Leviosa. Das geht halt nicht, ne? Was haben wir noch für Zaubersprüche? Aha. Oh, shitty. Okay. Haben wir geschafft? Lumos. Lumos. So. Tür ist auf. Lumos. Revelio. Da links müssen wir hin. Da rechts gehen wir erst hoch. Man muss ja irgendwie immer den Weg gehen, wo man nicht lang muss. Lumos. Um alles mitzunehmen. Revelio. Lumos. Oh hier, yeah, warte, das ist doch garantiert noch was. Ah, ist ein Rätsel, wa? Mhm. Okay. Was haben wir denn? Hier ist es blau, also hier wäre dann wahrscheinlich eine Brücke. Die können wir machen, indem wir... Ups, so war es nicht geplant. Runter. Nehmen wir an, wir müssen die einfach hier fallen lassen. Dann ergibt sich das. Das hier auch mal. Wo sind die anderen Skelette? Revelio. Ach hier. Da. Vingardium Leviosa. Revelio. Ach hier. Vingardium Leviosa. Ach hier. Vingardium Leviosa. So, jetzt kommen wir da hoch. Reicht das schon? Ja, das reicht. Revelio. Und noch einen nicht identifizierten Gegenstand. Was ist das denn? Ach hier. Revelio. Das ist was hinter. Constrictor. Ach so. Braucht man das hier? Ich wüsste jetzt nicht, ob wir hier irgendwo... Aber da sind gar nicht alle rausgekommen und ich habe anscheinend alle angezogen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist hier. Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? Okay, wir gehen zurück. Wir haben ja alles. Revelio. Auf nach unten. Das ist der einzige Weg. Ach hier. Revelio. Da ist nichts drin. Ach, hier haben wir noch ein bisschen Money. Zwei. Ach, das war die Brücke, die wir gemacht haben. Hier kommen wir direkt hoch. Leviosa. Na komm. Aber, warte mal, habe ich Leviosa jetzt immer noch drin? Brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ach hier. Vingardium Leviosa. Okay.
Revelio. Dann gehen wir runter. Oh, was war das? Das ist noch so eine Vase. Naja. Egal. Also soll schon runterfallen. Okay. Da müssen wir lang. Hier ist noch ein Gang. Nehmen wir zuerst. Lumos. Revelio. Lumos. Ach, Shortcut. Revelio. Oder? Ja. Sind wir da rausgekommen, wo wir nicht reingekommen sind? Jetzt wird, glaube ich, gekämpft, oder? Ja, siehst du. Konfrito. Hey, du sollst ihn anvisieren. Ah, ich bin ausgewichen. What? Der kann aber schnell. Okay. Ich denke mal, das war's. Ist das eine Motte? Das ist eine Motte, okay. Gibt schon wieder eine Mottentür. Und noch eine Motte. Da unten. Ich weiß nicht, wie wir da sonst hinkommen. Achso. Sie steht hier draußen. Alles klar. So, oben ist eine Tür. Da müssen die Schmetterlinge rein. Beziehungsweise Motten. Wir haben aber mehrere. Das wirkt ja noch komplizierter. Wie, kommst du da nicht hoch? Muss ich hier hoch, ne? Geht auch nicht. Aber wir müssen einen Schlüssel drehen. Lumos. Und zwar diesen hier. Revelio. Wir den hier gleich mit. Lumos. Ach nee, geht ja gar nicht, oder? Kann ich den da reinklatschen von hier? Na, hätte ja sein können. Okay, dann müssen wir wieder den Zauberspruch. Klar, müssen wir den wieder ausrüsten hier. Machen wir mal. Machen wir gegen einen Frieden, tauschen wir den einfach mal. Ja. Also, da will er wohl irgendwie nicht hochspringen. Nein, du sollst hier hoch. Der kommt doch dran, so geht er da nicht hoch. Dann machen wir das anders. Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein.
Was ein Schwachsinn, als wenn er da nicht hochspringen könnte. Lumos. Okay, da geht's auch noch irgendwo hin. Lumos. So, zwei haben wir. Rebellion. Jetzt ist hier lang. Lumos. Oh. Rebellion. Lumos. Hexerhut in Indigo. Mhm. So, jetzt der letzte Schmetterling. Nein, den nicht. Den muss da bleiben. Der muss da bleiben. Moment. Wenn wir den jetzt nehmen, können wir aber ja nicht zaubern und den mitnehmen. Wie machen wir das denn? Lumos! Komm mal mit. Ich wette, das funktioniert nicht so ganz. Das müssen wir anders lösen, glaube ich. Weil wenn ich jetzt das hier mache. Lumos! Es funktioniert nicht ganz. Also irgendwie müssen wir den da hochbekommen. Ich muss Motten zu der Tür bringen. Oh. Oh, 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 oh. Ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Confrigo! Lumos! Lumos. Scheiße, welcher war denn das? War das Lumos. Der linke? Den will ich nicht. Warte, nehmen wir den linken. Lumos. Okay, nehmen wir den erst mit. Wir müssen das, glaube ich, nochmal machen. Der geht oben in die Tür zurück. Nein. Der ist zu seinem Standpunkt zurückgegangen. Und der war... da. Okay, den nehmen wir wieder mit. Ne, warte, den nehmen wir gleich. Ich nehme den anderen Reihen weg. So, jetzt nehmen wir den hier noch raus, weil der fährt anscheinend mit hoch. Den können wir von hier grabben. Lumos. Wenn das richtig ist. Hallo? Ach, der ist aber ja schon oben. Aber der muss, ja, der muss zuletzt hoch. Das nützt nichts, sonst geht das nicht. Der muss hier wieder raus. Der ist raus. Ah, dann war das dieser hier. Ah, toll, ey. Alles umsonst gemacht. So, geh du da wieder hin. Oh, nee. Lumos. Dann geh du hier rein. Lumos. Hallo? Wo ist denn der andere hin? Okay, das ist jetzt... ist doch keiner mehr drin. Lumos. Weird. War der andere hier? Ach, hier. Ach, hier. Oh. Lumos. Aber fehlt jetzt nicht noch einer?
Das wäre doch eigentlich der da unten. Ah, den haben wir ja da reingesetzt. Verdammt. Wie kriegen wir denn den jetzt wieder mit? Wie kommen wir hier hoch, ohne den zu aktivieren? Revelio. Das ist der einzige Schmetterling. Entweder stelle ich mich jetzt gerade sehr doof an. Oder ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Da ist hier noch einer, oder nicht? Da flattert doch noch was. Oder was ist das? Ja. Lumos. Okay, den hatte ich, glaube ich, jetzt irgendwie nicht ganz auf dem Schirm gehabt. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Eine tote Erschwinderin. Den sollte ich Lodgok zeigen. Contrinto! Kann ich den nicht anzünden? Normalerweise kann ich. Revelio. Es gibt einen Mechanismus zum Öffnen der Tür. Hab ich gemacht. Das passt doch. Okay, das war's schon. Okay. Das ging ja doch flott. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich kümmere mich darum. Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Okay. Revelio. Ja, Leute, das war auch schon wieder eine weitere Folge. Jetzt haben wir ja Tierwesen kennengelernt und ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, du kommst öfter mal drin vor. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten